Wow, okay. Das ist hoch. Das ist ein Sendemast für Fernseh- und Radiosignale. 460 Meter ragt er aus dem Boden und ist damit höher als das Empire State Building in New York. Und ganz oben ist die Glühbirne kaputt. Verdammt! Wer bitteschön muss die wechseln? Er, Mike, Glühbirnenwechsler, hauptberuflich. Wir folgen ihm mal in den Kontrollraum. Techniker Lou hat den Alarm ausgelöst und Mike schreitet zur Tat. Das heißt, erstmal hinknien und Lage checken. Schließlich will man nicht umsonst zur ungünstigst angebrachten Glühbirne der Welt klettern. Das Messgerät bestätigt, Birne kaputt. Und damit, Achtung, jetzt kommt's, Lebensgefahr. Die Lichter sind da wegen der Flugzeuge. Denn wenn die hier langfliegen, müssen sie das Leuchten sehen, damit sie nicht den Turm treffen. Das wäre allerdings schlecht. Auftrag an Mike deshalb, Glühbirne wechseln, bevor es dunkel ist. Mike wechselt in den Heldenmodus. Und wir gleich mit. Achtung, Floskelalarm, aber das muss jetzt sein. Denn der Zeitplan ist eng und es zählt jede verdammte Sekunde. In solchen Momenten ist Erfahrung gefragt und eine ziemlich kleine Glühbirne. Das ist nicht euer Ernst. So klein? Sie blitzt ziemlich stark. Es kommt ja nicht immer auf die Größe an. Noch wichtiger als alle Ersatzteile, die Sicherheit. Das ist unsere Sicherheitsausrüstung. Sie sichert unseren Turm, falls wir ausrutschen oder fallen. Die Haken verbinden Mike jederzeit mit dem Turm. Ein Sicherheitsgurt, ähnlich wie im Kletterpark. Der hier ist natürlich toller. Profi-Equipment, 15 Kilo schwer. Und wir müssen zugeben, die beiden sehen damit echt cool aus. Hoffentlich sind sie es auch, denn jetzt müssen sie 500 Meter senkrecht in Richtung Himmel klettern. Im Wettrennen gegen die Dunkelheit. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Jetzt reicht's mit dem Heldenzeug. Aber die Fakten sind halt auch krass. 1500 Streben trennen Mike und Jason von der Spitze. Wow, also das wäre wirklich nichts für mich. Danke, nein. Mike lässt die Höhe nicht nur kalt, er genießt sie sogar. Siehst du das? Wunderschön, wunderschön. Das, was da unten so aussieht wie Grasbüschel, das sind Bäume. Das sind Bäume. Die sind so 15 bis 18 Meter hoch. Von hier sieht es so aus, als könnte eine Ameise darauf sitzen. Wirklich ein einmaliges Panorama. Doch davon darf Mike sich nicht ablenken lassen. Zu jedem Zeitpunkt muss er an drei Punkten mit dem Turm verbunden sein. So gesichert stürzt er im Notfall nicht bis zum Boden, sondern nur rund 2 Meter tief bis zur nächsten Sicherung. Nicht ganz überraschend, klettern kostet Kraft. Diese doppelte Sicherung ist anstrengend, oder? Oh ja. Also Zeit für eine Pause. Alle 10 bis 15 Meter stoppen die beiden. Obwohl Mike die Spitze vor der Dunkelheit erreichen muss, muss er regelmäßig pausieren. Nur so bleibt er konzentriert und damit sicher. Aber mal ehrlich, was reizt Mike an so einem gefährlichen Job? Die tiefschürfenden Gespräche mit den Kollegen können es nicht sein. Ich komme zu einem Turm und die Lichter funktionieren nicht. Wenn ich gehe, funktionieren sie wieder. Dann weiß ich, ich habe einen guten Job gemacht. So einfach kann es manchmal sein. Auch heute. Der Sonnenuntergang rückt immer näher. Und Mike erreicht die Spitze. Der Aufstieg hat 3 Stunden gedauert. Unfassbar. Für Mike geht jetzt seine eigentliche Arbeit los. Nach fast 500 Metern Klettern muss er eine kleine Glühbirne wechseln. Da ist sie. Oh Gott, bloß nichts fallen lassen. Rund 15 Minuten braucht Mike, um alles wieder zu verschrauben. Und dann? Tada!
Tada! Die Lampe leuchtet wieder. Das genieße ich. Ich genieße es sehr. Ich bin hier auf einer Höhe von 460 Metern. Als kleine Größenreferenz, das Empire State Building ist nur ungefähr 443 Meter hoch. King Kong kann mir gar nichts. Mike hat das Rennen gegen die Nacht gewonnen. Flugzeuge sind hier wieder sicher vor Kollisionen. Fakt ist, die Glühbirne ist ein Riesenproblem, wenn sie kaputt geht. Und es gibt nur einen Menschen, der sie auswechseln kann, wenn's passiert. Mike.